Und damit sage ich herzlich willkommen zum nächsten Part meines Let's Play Xenoblade Chronicles, liebe Freunde von YouTube. Ihr fragt euch bestimmt, während wir diese Sequenz jetzt auch angucken, wo Rain und Shari weggehen, was ich in den letzten Tagen gemacht habe. Und ja, es ist eigentlich so, dass ich krank bin. Man hört es vielleicht auch jetzt in der Stimme, deswegen habe ich keine Parts hochgeladen, weil meine Stimme auf einmal war. Aber jetzt geht es mir wieder ein bisschen besser und heute kommen dafür dann auch ein paar mehr Parts. Und wir sind jetzt gerade dabei, dass Shulk sagt, wir sollen zum Schwertal bzw. erstmal zur Colony 6 gehen, um eben mehr über diesen Mechanangriff rauszufinden. Na dann, auf nach Colony 6 über die Tefra-Höhle. Wir werden jetzt aber noch nicht direkt hingehen. Erstmal im Tutorial. Ach ja, jetzt können wir Ätherjuwelen schmieden. Aber wir werden jetzt erstmal noch ein bisschen Rache fordern. Und zwar, ihr könnt euch bestimmt noch erinnern, wenn nicht, dann bling, ist jetzt oben in der oberen Ecke ein Link zu dem Video aufgetaucht, wo wir gegen diesen großen grünen Blucher gestorben sind und jetzt werden wir Rache fordern und ihn vernichten. Denn wir haben jetzt Monade bekommen. Ich werde auf jeden Fall, wie ich es gerade eben schon gesagt habe, längere Parts machen. Das heißt, ich spiele jetzt 50 Minuten am Stück und splitte das dann erst später. Und werde ich halt mehr Parts hochladen können. Und naja, die sind dann aber halt nicht alle so vollständig, sodass ich immer am Anfang und am Ende was sage, sondern ich werde einfach einen Cut reinsetzen. Und ja, Mann, ja, seht ihr, wie schnell er schon tot ist, wir sind noch nicht mehr richtig in Bedrängnis gekommen. Und das war's. Ihr habt gesehen, die Musik hat sich verändert. Immer bei kleineren Bossen verändert sich die Musik, da kommen dann andere Themen. Ja, und ansonsten können wir mal den Unkor hier vernichten. Müssten wir mit ein paar Schlägen down kriegen. Ja, es geht. So. Und jetzt gehen wir nochmal in die Richtung, denn da sind noch ein paar Viecher, die uns ordentlich EP bringen, weil die auch von einem höheren Level sind. Level 8, glaube ich. Und, nämlich nicht diese Vögel, die sind Level 6. Ich glaube, da können wir auch mal einen schlachten. Aber wir müssen uns ja vorbereiten, weil wir haben eine lange Reise vor uns, eine sehr lange. Oh, er ist schon tot. Wir haben eine sehr lange Reise vor uns. Und oh, wir haben mal 50 EP bekommen. Das ist nicht wenig. Ich glaube, für die 50 EP machen wir die auch. Ihr seht schon, wir haben mit unseren Techniken, die machen dank Monado viel mehr Damage. Und Rain hat jetzt auch schon betrachtliche 2000 HP, das ist nicht wenig. Das ist wirklich nicht wenig, also Rain ist so ein bisschen der Tank. Und Shulk ist mehr so ein Damage-Dealer. Man kann mit Shulk auch auf Ausweichen bauen oder später, aber das werde ich dann wahrscheinlich in einem Tutorial nochmal genauer erläutern, wie das Ganze funktioniert mit dem Schmiedesystem und sonst was. Das werde ich nicht hier machen, oder wenn dann nicht so oft. Das heißt, ich werde immer als Vorbereitung praktisch, werde ich immer schmieden auf die Part und dann eben, damit dann nicht zu viel Zeit verloren geht. Das war zu groß, den haben wir schon ordentlich zugesetzt, aber wir sind selbst auch. Ja, er ist umgeworfen. Ihr seht schon, die Taktik mit dem Schwanken lassen von Shulk und umwerfen dann durch Ray ist wirklich bei fast jedem Gegner, also nicht nur bei den Boss-Mechons hilfreich, sondern wirklich bei fast jedem Gegner. Und demnach ist es dann auch ganz krass, dann auch auf solche Themen zu bauen, weil die Computerspieler sehen dann immer, okay, du benutzt jetzt Schwanken oder der hat Schwanken benutzt und wird dann sofort, wenn es möglich ist, die Umwerftechnik machen, sodass, die Computerspieler sind wirklich nicht dumm in diesem Spiel.
Ihr seht schon, das Widerstanden kommt immer, wenn wir mit einer Technik angreifen, die einen Statuseffekt auf den Gegner hat. Das heißt, Umwerfen oder Ohnmacht gibt es später auch noch. Das kann man machen, wenn der Gegner dann umgeworfen ist, dass man ihn ohnmächtig haut und das macht dann zusätzlich Damage. Und das ist eben das, was dann, wenn der Gegner praktisch widersteht, das heißt, der ist dagegen gewappnet, hat was weiß ich, kann einfach davon nicht belangt werden, außer vielleicht eine Angriffskette, das hatten wir aber dem Boss auch, dass es normal nicht geklappt hat, aber als wir dann angefangen haben, in der Angriffskette anzugreifen, dass es dann ging. Und Gegner mit dem Widerstand können dann halt so besiegt werden, aber es gibt auch Gegner, die sind dagegen immun, das erscheint dann auch. Also auf den Kampfbildschirm achten ist immer relativ hilfreich. So, wir sind jetzt Ende Level 11, ich glaube, das reicht. Teleportieren wir uns mal rüber. So, teleportieren wir uns zur Tefra-Höhle und dann geht's auch gleich schon los. Und wir haben gerade eine Trophäe bekommen, weil wir gereist sind. Trophäen geben auch immer Erfahrungspunkte. Und das heißt, Trophäen zu sammeln und Quests zu erledigen, ist auch immer eine Alternative zum vielen Kämpfen. Und wenn man eine Quest erledigen kann, die dann vielleicht 500 EP gibt oder sowas, das ist schon sehr, sehr hilfreich. Also, aber ihr wisst vermutlich, was ich meine. So. Ihr seht schon, am Anfang haben uns diese Mobs angegriffen. Jetzt sind wir Level 11. Das heißt, Mobs, die schwächer sind, ich glaube mehr als 5 Level, die werden uns nicht angreifen. Und, jetzt haben wir hier nochmal einen großen. Der greift uns an. Kellerwurm, Level 10. Ja. Ja, doch, der ist vielleicht doch ziemlich stark noch. Ja, der ist vielleicht doch ein bisschen stark, verdammt. Das ist natürlich ungünstig. Sehr ungünstig sogar. Dann besiegen wir den vielleicht auch nicht, weil er ist noch ein bisschen stark. Oder wir machen die Kleinen daneben dran weg. Naja. Kriegen wir es nochmal? Ach ja, genau. Jetzt können wir, wenn wir eine Spezialleiste oben haben, da können wir einen Balken abziehen und Freunde wiederbeleben. Oder wir werden wiederbelebt. Das heißt, der CPU belebt dich wieder, sobald du tot bist und die Spezialleiste einen Balken hat. Laufen wir nochmal da lang. Naja, machen wir ihn danach, wenn wir fertig singen. Der Encore, den finden wir auch nicht mehr. Ja, sobald er umgeworfen ist, ist es leicht. Sehr schön. Weiter. Den sehen wir auch nochmal. Der greift uns sogar an. Und also das Schattenauge ist eigentlich relativ hilfreich, weil es senkt halt die Wut ein bisschen, aber dafür macht die nächste Technik, die er anwendet, mehr Damage. Viel mehr Damage. Oder die nächste Technik, wie so lange es eben aktiv ist. Und das ist eben das hilfreich. Welcher Level ist das Ding? 8, das geht. Ach, die kleinen Hasis. Der eine Hasi ist schon tot. Nur durch den Rückschlag. Rückschlag heißt auch Rückschlag, weil er von hinten ungefähr doppelt so viel, wahrscheinlich sogar noch mehr, Damage verursacht. Und jetzt, ihr seht schon, das Musik verändert sich schon wieder. Und wir haben wieder so einen Atem. Und dann mal Rain. Ich will!
Und zack. Und ihr seht schon, Rain ist jetzt ziemlich am Ende, das heißt, wir sollten ihn heilen. Und man kann ihnen Freunden helfen, das heißt, wenn sie bewusstlos sind oder am Boden liegen, wie du nicht, kann man sie praktisch wieder aufrappeln und ihnen so eben. Zack, das war's. Und ihr seht, wenn wir so einen Miniboss besiegen, kriegen wir immer Harmoniemünzen. Die Harmoniemünzen können wir benutzen, um Techniken zu verknüpfen. Da will ich dann auch nochmal wahrscheinlich ein Tutorial drüber machen. So.